Liebe Freunde, liebe Reisegäste von Outback Afrika Erlebnisreisen. Wenn man sich eine Weltkarte vorstellt und alle Länder rot einfärbt, für die zurzeit eine Reisewarnung gilt, dann wäre die Welt fast komplett rot. Wir sind im November-Lockdown, wir bleiben zu Hause und wir verzichten auf so vieles, das bisher für uns selbstverständlich war. Es hilft auch nicht wirklich, dass es einige Ausnahmen von der Reisewarnung gibt, darunter in Afrika die Länder Namibia, Uganda und Ruanda. Wer dorthin reist, braucht bei der Rückkehr nicht in Quarantäne zu gehen. Es ist aber nicht so, dass wir zurzeit viele Buchungen hätten für Namibia oder Uganda. Einige wenige Gäste sind genau jetzt mit uns in Kenia und in Tansania. Und wir hatten auch im September und im Oktober Kunden, die an ihren gebuchten Reisen nach Ostafrika festgehalten haben. Wir haben sie gut vorbereitet. Sie sind gereist, sie haben die Nationalparks mit vielen Tieren und fast ohne Menschen erlebt. Sie sind sehr willkommen gewesen und an jedem Ort dankbar empfangen worden. Und sie sind glücklich zurückgekehrt und haben uns tolle Feedbacks geschickt, die Sie auf unserer Website nachlesen können. Das sind kleine Lichtblicke, aber es sind Ausnahmen. Uns ist klar, dass die aktuelle Stimmung und Nachrichtenlage in Deutschland nicht dazu beiträgt, fröhlich Reisepläne zu schmieden oder gar tatsächlich zu starten. Dennoch haben wir hin und wieder Anfragen, überwiegend im sehr kurzfristigen Bereich zwischen jetzt und Weihnachten. Was nächstes Jahr wird, weiß ja noch niemand. Wir werden also erstmals einen Dezember und Januar erleben, wie wir ihn noch nie hatten. Üblicherweise brummt dann das Geschäft. Alle Kollegen sind mit Buchungen und Reisebestätigungen beschäftigt. Und wir erstellen Einsatzpläne für die Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel. Und im Januar haben wir Urlaubssperre. Nun werden wir erstmals seit fast 20 Jahren zwischen Weihnachten und Silvester schließen. Unsere Mitarbeiter, die dieses Jahr mit uns durch dick und dünn gegangen sind und die mit den Reiserückabwicklungen so viel mühsame und unangenehme Arbeit geleistet haben, können diese Zeit nun einmal durchgehend zu Hause mit ihren Familien verbringen. Überhaupt unsere Mitarbeiter. Unser etwas kleiner gewordenes Team ist unser wahrer Schatz. Das hat die Krise gezeigt. Wir stehen zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig. Wir bauen uns an schlechten Tagen wieder auf. Wir wissen das Miteinander jetzt besonders zu schätzen. Und wir stehen das gemeinsam durch. Ich empfinde mehr denn je eine große Dankbarkeit für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wer jetzt reisen möchte, für den legen wir uns ins Zeug. Und wenn sich nächstes Jahr die Stimmung und die Vorzeichen ändern und die Lust aufs Reisen stärker wird als die Unsicherheit, dann sind wir da. Wir sind gut aufgestellt und wir tragen selbst eine große Sehnsucht nach Afrika im Herzen. Wir sehen uns wieder.